Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Frostpunk mit mir, Felix. Wir haben letzte Folge was gemacht? Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, wir haben eine Expedition losgeschickt. Jo. Doch schon auf dem Weg, mal kurz stopp. Dann nochmal kurz umgucken. Wir sind gerade dabei, die Baracken zu upgraden. Haben die erste Expedition geschafft, soweit ich weiß. Genau, haben jetzt noch mehr Arbeiter hier, definitiv. Warum sind hier nur vier drin? Sieben drin. So, weil wir genug hatten. Der hier. Kann man mal gucken, ob wir da noch was finden. Was ist kein Stahl benötigt. Ja, sieht gut aus. Mehr Speer brauchen wir, glaube ich, nicht. Außenpostendepot brauchen wir erstmal auch nicht. Jetzt haben wir hier Rohstoffdepot an. Das wäre ganz gut. Übrigens die Nahrung lasse ich an im Hintergrund. Genau. Die Musik lasse ich mal im Hintergrund erstmal an. Hier haben wir auch nur 9 drin, hier haben wir 5 drin, hier hinten aber 10. Nahrung. Okay, haben wir noch genug hier. Also kommt jetzt genug rein wieder. Hier haben wir 3, die hier die Scheiße wegräumen. Sieht's aus. Ja, würde ich sagen, mal, let's go. Gucken wir uns mal kurz die Expedition an. Ah, hier hin, okay. Düstere Höhle. Alles klar. Nein, 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 nein. Ihr seid noch auf dem Weg, ne? Ja, ihr seid auf dem Weg. Ach, guck mal, die Zeit pausiert, wenn ich hier oben bin. So. Das hier wird geupgradet. Unzufriedenheit, weil kaltes Zuhause. Okay, finde ich jetzt ein bisschen unfair, aber okay. Da geben wir uns so viel Mühe hier. Das muss mal schnell weggeräumt werden. Hier oben, wie viel produzieren die in der Stunde? 3 nur. Das ist ein bisschen wenig. Die hier produzieren 15. Das ist meine Rausnummer. Was sagt die Temperatur? Wo muss ich mich drum kümmern? Unten sieht ganz gut aus. Hier oben. Ja. Das ist okay, würde ich sagen. Halt. Sag Späher. Erforschen. Überlebende. Hey, nice. Best. Was? Düstere Höhle? Bestienheimsuchung. Wir können aus der Höhle ein wenig weiter oben auf dem Hügel schreckliche Schreie vernehmen. Als wir die Höhle erreichen, sehen wir uns einigen Polarbären gegenüber, die uns den Weg versperren. Im Inneren befinden sich einige wenige Überlebende, die einer nach dem anderen von diesen Bestien bearbeitet werden. Okay, lass die Bären in Ruhe. Ja, okay, die Bären werden die Überlebenden töten. Hört sich auf alle Fälle vielversprechend an. Riskiert die Bären anzugreifen. Die Menschen in der Höhle werden weiterleben. Sollten die Speer ebenfalls überleben, werden sie zu unserer Stadt eskortieren. Achso, falls die Speer können also sterben. Also wir haben 5 Speer, glaube ich. Ja, das lohnt sich auf alle Fälle, weil guck mal, wir kriegen 30, 34 Leute dazu. Das lohnt sich auf alle Fälle. 5 gegen 34. Da geht davon nochmal 5 abgezogen für die Speer halt. Ja, auf alle Fälle. Um uns die Leute. Wir mussten den Überlebenden helfen. Als unsere Speer die Bären angriffen, schlossen sich die Leute aus der Höhle ihnen an. Natürlich schon mal gut an. Gemeinsam konnten sie die Bestien verjagen. Bedauerlicherweise erlagen die Speer ihren Verletzungen. Die Überlebenden aus der Höhle machten sich anhand einer Karte, die sie bei den Speeren gefunden hatten, auf dem Weg zu unserer Stadt. Okay, schade um die Speer, aber hey. Die kommen jetzt zurück. Was haben wir hier? Düstere Höhle. Hat die jetzt auch ein Bild? Nee. Das sind jetzt einfach nur die Menschen, okay. Sternenwarte. 19 Stunden sind die da, okay. Das war, wie viel sind das? 34 Mann. Okay. Die Suche nach anderen Städten. Mann aus Winterheim. Wir haben am Rande unserer Stadt einen erschöpften Mann gefunden. Er sagt, er kommt aus Winterheim, einer Siedlung ganz in der Nähe, und dass er der letzte Überlebende ist. Sei. Winterheim ist tot. Alle sind tot. Es gibt in diesem verfluchten Ödland keine Hoffnung zu überleben. Ihr seid alle dem Untergang geweiht. Ihr müsst fliehen. Das waren seine letzten Worte. Hätten sie mal den lieber erfrieren lassen, Alter. Negative Propaganda? Scheiße. Wir sind also allein. Okay. Wir sind allein. Die Neuigkeiten haben die Stadt schockiert. Wir haben alle in der Stadt schockiert. Wir sollten viele Siedlungen
Hier sollten viele Siedlungen und Bautrupps sein. Menschen, die ein normales Leben in von Generatoren geheizten Häusern führen. Aber wir sind allein. Die Hoffnung sinkt. Ja, super. Ach, das ist die Szene. Okay, die kenne ich. Wir hätten England nie verlassen sollen. Schrecklich. All die armen Menschen, wir dürfen nicht wie wir enden. Wir sollten wir überleben. Alter, was mit der Hoffnung? Schüss, Nein, bleiben soll. Dort wäre es nie so weit gekommen. Alter, was ist das denn? Das ist ja mal komplett insane. Windheim ist gefallen. Sie sind alle tot. Wie sollen wir ohne jede Hilfe überleben? Wir müssen zurück nach London. In dieser Eiswüste gibt es keine Hoffnung für uns. Die Einwohner beginnen sich zu versammeln, als sich das Schicksal Winterheims in der Stadt herumspricht. Einige wollen alles stehen und, oh, sorry, liegen lassen und nach London fliehen. Panik breitet sich aus. Muss ihnen ein Ziel geben. Ah ja, genau. Das war das jetzt. Die Entscheidung zwischen Ordnung und Disziplin oder Glaube und spirituelle Kraft. Die Leute sind aufgewühlt. Angst und Zweifel quälen sie. Sie haben die Hoffnung auf unser Überleben verloren. Die Verzweiflung könnte sich schnell zu leichtsinnigen Taten verleiten. Du musst sie durch eine gemeinsame Zukunftsvision vereinen. Entscheide jetzt, was ihnen ein Ziel geben und die Hoffnung wiederherstellen kann. Achso, okay. Sonst herrschen in der Stadt bald dieselbe chaotische Zustände Zunder, die auch Winterheim vernichtet haben. Ah, so weit kam ich auch schon, doch. Ne, dann habe ich ja doch die Schätzung mal gemacht. Ich hatte mich damals für das hier entschieden. Mich würde es gerade echt reizen, mal das hier auszuprobieren. Aber das hat erstaunlich gut funktioniert. Und ich finde Ordnung halt auch immer noch besser als irgendwie Glaube. Also das kann halt sehr schnell Fanatismus umschlagen, ne? Eigentlich hat beides seine Extremer und seine guten und seine schlechten. Ach gut, die Kerzen gehen an, bei dem geht seine Lampe an. Ja, wir gehen hier aber Ordnung und Disziplin. Nachbarschaftssache. Das Gebäude Wachturm. Wachtürme steigen die Hoffnung der Einwohner, die in der Nähe leben. Du musst zwei Wachtürme bauen. Alles klar. Let's go. Alter, ist das krass hier. Was ist hier? Da ist keiner. Was ist hier? Laberkapazität erreicht. Wir haben kein. Wir haben. Was? Wir haben zu viel Holz? Das ist ja mal eine gute Nachricht. Dann können wir ja hier alle rausnehmen. Stoppen wir erstmal ganz kurz. Moment. Dann können wir jetzt schon mal. Ordnung. Können wir schon mal gleich mal Wachtürme bauen, würde ich sagen. Ich frage, wohin? Müssten so viele wie möglich damit erreichen. Können wir den hier hinbauen? Dann bauen wir den, würde ich sagen. Hier. Dann bauen wir weiterhin. Nee, Nahrung auch nicht. Rohstoffe. Ach, können wir gerade kein Sammellager machen. Okay. Brauchen vielleicht aber jetzt wieder mehr Jäger. Das darf ich nicht aus den Augen verlieren, dass wir mehr Jäger brauchen. Nahrungsmittel. Jäger. Weil wir haben vier Jäger. Wenn wir mal aus Spaß hier nochmal einen bauen. Oder hier direkt rein. Ah ne, Quatsch, das wäre absoluter Bullshit, wenn ich das machen würde. Baue ich sicherheitshalber hier erstmal noch einen Jäger hin. Die Arbeiter haben wir sogar auch, die da arbeiten können. Die hier sind auch bald da. Wir müssen auf alle Fälle auch schon mal dafür sorgen, dass die mehr Unterkünfte bekommen. Wir brauchen mal Stahl. Dann maximieren wir hier das mal. Dann haben wir wie viel? 10 übrig noch. Passt ja perfekt. Dann können die alle hier arbeiten. Erstmal. Und Lager für Holz wäre gar nicht schlecht. Rohstoffe, Rohstoffdepot geht nicht. Ist klar. Außerdem haben wir jetzt erstmal genug Holz ausgegeben, dass die jetzt hier mal ruhig sammeln können. Gut, let's go. Wachtürme sollten jetzt auch gebaut werden.
nochmal eine Straße nochmal rumziehen, damit er auch ans Wegnetz angebunden ist. Ja. Der hier ist es ja bereits. Ach, der ist auch so ans Wegnetz. Okay, dann können wir ja die Straßen theoretisch abreißen. Stopp. Keine Straße hier in dem Bereich, bitte. Der ist ja schon ans Wegnetz angebunden. Hier meine Straße. Die habe ich gar nicht gesehen. Einige wollen gehen. So, wir haben eine, wir haben die Mehrheit der Einwohner überzeugt, aber die Hoffnung ist gering. Manche sind immer noch so verängstigt, dass sie nach London fliehen wollen. Sie drohen damit, in 15 Tagen zu gehen. Ihr sagt, Ordnung rettet uns? Blödsinn. Wir werden etwas ganz, werden wir etwa ganz geordnet entscheiden, wer zuerst gegessen wird, wenn wir am Verhungern sind? Ich kann nicht lesen, es ist einfach noch viel zu früh. Es ist Samstagmorgen. Wenn wir nicht versuchen, nach London zu kommen, enden wir wie Winterheim. Macht, was ihr wollt, wir gehen. Beruhigt euch, wir werden nicht sterben. Ja. Die Londoner. Die Einwohner sind gekalter Meinung. Einige von ihnen sind so verängstigt, dass sie in 50 Tagen nach London fliehen wollen. Sie versuchen, andere zum Mitkommen zu überreden und nutzen deren Unzufriedenheit aus. Angst kann Menschen zu verzweifelten Taten verleihen. Erhalte den Frieden, gib den Leuten Hoffnung und bekämpfe ihre Unzufriedenheit, um die Stadt sicher durch die drohende soziale Krise zu führen. Alles klar, machen wir doch mal. Die Londoner. Trend steigend. Toll. Ich glaube, ab der Hälfte war das so. Darf man da mal ein bisschen... Bringt da noch Ressourcen mit? Nee, achso, das sind Menschenressourcen, okay. Bla 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 bla. Die Straße sollte ja dann weg, oder? War das richtig? Weiß nicht, ob nur hier, hier. Ah ne, das hat sowieso nicht gepasst. Was ein bisschen schade ist. Hier können wir auf alle Fälle zwei. Ne, können wir nicht! Ne, dann müssen wir den hier abbrechen. Scheiße. Wir können hier keine zwei Häuser reinstellen. Ne, Abbruch, 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 Abbruch. Wir müssen hier ein bisschen umdisponieren. Ah, geht aber nicht wegen des scheiß Speisehauses. Müssen wir da irgendwas Großes reinsetzen. Oder Größeres zumindest. Okay, machen wir nochmal. Ordnung. Der hier. Wenn wir den hier hinbauen. Können wir hier noch was... können wir hier was Großes hinbauen. Dann baue ich den... Doch, dann war der eigentlich gar nicht schlecht gesetzt. Dann machen wir hier den Wachturm hin. Kommt hier irgendwas Großes hin. Und dann kommen hier wieder Häuser hin. Ah, okay, das war jetzt ein bisschen dumm. Der Wachturm wird gebaut. Das kann man hier, das kann man sogar hier perfekt dran bauen. Warum habe ich das hier gebaut? Bin ich denn dumm? Oh, guck mal, das hätte man auch da reinmachen können. Warum habe ich das denn gebaut? 40 Grad Nahrung. Alter, Nahrung ist ja hier mal richtig on point. Heilige Scheiße. Okay, vielleicht brauchen wir doch keinen Jäger mehr. Wir müssen erstmal auf alle Fälle erforschen. Fliegende Jäger ist, sagen, das Upgrade für die Jäger. Brauchen wir das? Ich glaube erstmal nicht. Rohstoffe. Brauchen wir was in den Rohstoffen. Sammelstellen, Wärmedämmung. Können wir uns eh nicht leisten. Okay, Rohstoffaufwertung. Rohstoffdepots können 50% mehr Rohstoffe lagern. Hört sich mal ganz gut an. Dampfkernreichweite. Ist auch okay. Verbesserter Heizkörper. Besserte Heizkörper erhöhen die Temperatur in Außenbezirken um 2 Stufen. Jeder Heizkörper verbraucht im Betrieb 2 Kohle pro Stunde. Das sind die Dinger, ne? Generator Reichweite, das machen wir mal. Ermöglicht die Erhöhung der Reichweite des Generators und die Ausdehnung der Wärmezone. Hinweis, der Kohleverbrauch ist unter diesen Einstellungen doppelt so hoch. Generatorleistung erhöht die Temperatur in allen Wärmezonen um 1. Hinweis, der Kohleverbrauch ist unter diesen Einstellungen doppelt so hoch. War doch irgendwie nochmal mit... Effizienz, dass der weniger verbraucht, oder? Heizkörper, Generator, Reichweite, Generator, Leistung. Hier ist die Effizienz. Das wäre ganz gut. Erhöht die einen Wärmezonen um 1 Stufe. Das machen wir erstmal. Dann gehen wir hier auf das Teil und dann gehen wir auf die erhöhte Reichweite. Oder? Ja doch, müssen wir ja. Machen wir es auch mal so. So, in 13 Stunden sind unsere Freunde da.
Das heißt, hier müssen wir jetzt erstmal ordentlich ranschaffen gehen. Da können wir hinten sogar noch ein weiteres Sammellager hinbauen. Theoretisch dann. Rohstoffe. Sammelstelle geht auch nicht, okay. Damit die hier produzieren 28 und die bauen 27,6 ab. Ja, das ist doch ziemlich gut. Und die Wachtürme sind gleich fertig. Ja. Wenn wir ein bisschen Zeit, wenn die da sind, kommen hier mal 5 Mann rein. Wir können eigentlich jetzt auch schon 5 Mann reinstecken. Was haben wir denn hier noch? Arbeiter und Ingenieure? Ja. Das sind doof. Weil wir können ja einfach auch einen Arbeiter hier reinstecken. Und einen hier reinstecken. Und zack. Wachtürme gebaut und besetzt, um die Ordnung der Stadt zu wahren. Hoffnung steigt. Alles klar. Ja, okay, das war ordentlich. Gibt Essen und was genau machen die eigentlich? Mehr als die Hälfte dieser Einwohner wohnen in der Nähe von Machtürken. Einwohner sind hoffnungsvoller, wenn sie in Nachbarschaftssicherheit und Ordnung sorgen. Okay. Das heißt, die Hoffnung steigt permanent. Okay. Ist das irgendwie so ein Wert? Nee. Viele Kranke. Ah, ich habe vergessen, die Zusatzration zu geben. Ja, ich bin einfach dumm. Ja, gut. Hat er jetzt Ingenieure reingesteckt? Ja. Können wir ja später nochmal umändern. Hier, ach komm, das ist besser. Das machen wir mal voll mit Arbeitern, damit die Unzufriedenheit schneller sinkt. La 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 la. So, 9 Stunden kommen die Leute. 34. Okay. Das müssen wir einfach packen. 34 ist aber ein bisschen unpraktisch gerade, wenn ich ehrlich bin. Können wir hier schon mal anfangen? Ach guck mal, das passt schon wieder nicht dann. Achso, hier kommt ein dickes Gebäude dann rein, haben wir ja gesagt. Können wir hier und hier vielleicht nochmal einen setzen? Hier in der Wärmezone? Nee, ist nicht. Hier halt leider auch nicht. Und hier haben wir dann halt so eine Zweierlücke, das will ich eigentlich per se auch nicht unbedingt haben. Brauchen wir hier schon mal neue Häuser. Die können ja nochmal pausiert werden erstmal. Müssten wir aber theoretisch auch nochmal, wenn wir schon dabei sind, Technologie. Ah, hier so ein Ding irgendwie mal hier hinsetzen. Damit die Typen hier auch nicht erfrieren. Aber wir können auf jeden Fall schon mal eine entsprechende Straße bauen. 1, 2. Das wäre dann hier. Ne, das wäre hier. Perfekt. Endet genau daran. Dann ziehen wir da schon mal eine Straße. Dann können wir die auch theoretisch abreißen. Wenn die Leute eh nichts mehr zu tun haben, dann machen wir die mal weg hier. So. Ach, die geht automatisch weg dann. Das ist ja praktisch. Huch. So, hier arbeitet keiner, hier arbeitet keiner. Das ist ja beabsichtigt. Wir könnten noch ein Stahlwerk bauen, um mehr Leute für Stahl zu bekommen. Rohstoffe. Stahlwerk. Da. Ist das eigentlich eine endliche Ressource? Das ist eine endliche Ressource. Rohstoffe. Stahlwerk. Könnt ihr einfach mal hinbauen. Dann haben wir es schon mal. Auf alle Fälle für den Fall, dass wir... Warte, warte, warte. Dass wir noch mehr brauchen, also schnell mehr brauchen. Können wir ein bisschen umdisponieren und die da oben halt packen. Die ackern jetzt hier ordentlich. So sollte es auch sein. Ah scheiße, wir müssen im äußeren Bezirk erstmal Zelte bauen. 30, 34 brauchen wir ja. Dann wird der Ring hier erstmal so gebaut. Ja, wir haben es noch nicht geschafft, alle auf Baracken umzurüsten. Das ist ein bisschen doof. Ein Kranker, der nicht versorgt wird. Krankheit auf dem Weg zu einem Bauplatz. Ja, dann gehen wir wieder zurück und dann lass die mal versorgen. Können wir die Straße hier weiterführen? Könnten wir, aber das ist irgendwie ein bisschen ineffizient.
Also das hier tiltet ein bisschen, dass wir hier Zelte hinbauen müssen, weil wir keinen Stahl mehr haben. Und die Leute sind in 4 Stunden schon da. Hatten wir hier noch irgendwie was? Die hatten noch Schnaps oder sowas, ne? Ja. Schnaps. Das werden wir machen. Weil damit steigt, glaube ich, die Hoffnung auch noch mal ein bisschen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist richtig. So, genau, da oben arbeiten auch welche. So, wir haben 4 Leute übrig. Ja, guck mal, die kommen ja zum Beispiel, das sind alles Ingenieure. Die können wir ja erstmal hier reinstecken. Dann haben wir hier 4, die da arbeiten. Dann kommen nochmal 3 rüber, sind wir bei 7. So, die kriegen hier weiter Zuwachs. Das finde ich per se echt scheiße. Baut, Leute, die sind gleich hier. Jungs, ackert. Boah, 204 Euro Nahrung, das ist schön. Das erfreut mein Herz. Und da kriegt meine Seele. Dann haben wir hier bis zu 2 Arbeiter in dieser Schicht. Aber man braucht. Oh, okay, wir brauchen also 2 Arbeiter in dieser Schicht, damit die Hoffnung steigt. Hier werden wir die Dinger auf alle Fälle auch voll machen. Irgendwie ist das kacke mit dem Wachturm. Sogar richtige Rohre verlegt in den Straßen. Oder hier ist sogar ein Ventil, da könnte jeder Bob einfach mal rangehen und das aufdrehen. Wird oder wo passieren. Sorry, da muss ich gerade mal einen Schluck trinken. Huch. Das wollte ich ja nun nicht. Was haben wir hier? Krankenhäuser. Die müssen wir auch mal upgraden nach Möglichkeit. Die Londoner. Die Londoner hätten Zulauf. Oh, 4 Stück. So, die Einwohner sind nach London, die nach London gehen wollen, konnten ihre Freunde und Nachbarn dazu überreden, sich ihnen anzuschließen. Es war nicht schwer, sie zu überzeugen, da sie wenig Hoffnung auf unser Überleben haben. Ja, ich gebe mir hier Mühe, Leute. Ich kann jetzt auch nicht mehr machen. Oh, Hoffnung ist gerade angestiegen. Warum? Oh, wer ist hier? Überlebende erreichen die Stadt. Ey, die Stadt ist aber falsch geschrieben. Muss groß geschrieben werden. So, eine Gruppe Überlebende hat unsere Stadt erreicht. Sie sind müde und brauchen einen Platz zum Ausruhen. Ein Happen zu essen und wahrscheinlich medizinische Betreuung. Aber sie sind bereit zu helfen, wie auch immer sie können. Ja gut. Stopp. So. Haben wir Obdachlose? Die haben wir gar nicht. Lol. Das ist ein Baustopp. Ich bin dumm. Das ist ein Zelt, ne? Das pausieren wir mal. Ich hab die Be Ich bin so dumm. Ich hab vergessen, das laufen zu lassen. Aber wir haben keine Obdachlosen momentan. Das ist irgendwie komisch. Also ich find's okay. Also, ne? Nicht falsch verstehen. So, wo packen wir die Arbeiter rein? Dann packen wir erstmal hier noch ein paar Arbeiter rein. Zack. 7. Einfach kacke, weil wir würden eigentlich den Jäger noch ausstatten. Wir brauchen unbedingt ein neues Expeditionsteam. Zack. Sternwarte, gehen wir mal dahin. Das eigentliche Gebäude muss die aktive Sternwarte sein, welche die königliche Gesellschaft erbaut hat, um den ewigen Winter zu studieren. Eine Raubbeute steigt darüber. Oh, Überlebende! Hoffe ich. Und da rein. Ja, wir wollten jetzt eigentlich Jäger machen, ne? Und wir haben nur noch 2 Arbeiter dafür. Aber machen wir hier keinen davon, nur Ingenieure rein. Dann kann hier der Jäger nochmal befüllt werden. Jetzt haben wir noch 2, 5 und 4. 4 Kinder können zum Beispiel hier arbeiten. Um 2 Holz abzuernten. Haben wir hier noch Leute drin? Da sind auch nur Kinder drin, ne? Ja. Kinder sind nur in diesen Sammelstellen. War da einfach mal voll gerade. Kinder. Ja, dann würde ich sagen, können die hier irgendwann Kohle abbauen. Aber vielleicht sogar schon die Ressourcen dafür? Ne, immer noch nicht. Und dann let's go.
Können hier nochmal 5 Ingenieure reinsetzen. Sagt Temperatur, Temperatur sagt kalt. Die arbeiten auch Kinder, ne? Ja. Okay. Die Forschung pausiert momentan. Ah ja, weil es früh morgens ist. Ist verständlich. Ja, das ist cool, dass die Gebäude sich so verbinden. Alles klar, King Arthur ist ja nur ein bisschen, Gott sei Dank. Wir haben noch ein bisschen Holz. Stahl soll dann hoffentlich auch bald reinkommen. Die wollten wir noch füllen mit Ingenieuren, ne? Wie viel haben wir? Keine. Wow. Wow. 1, 2 weniger. Und dann machen wir hier nochmal einen rein. Und hier nochmal einen rein. 300%. Basiseffizient 33%. Eine Arbeitskraft liefert 33,3%. Dann müssten wir jetzt bei 99 sein, theoretisch, oder? Was haben wir hier? Zwei fehlende wegen krank. Okay. Hier ist wahrscheinlich auch einer krank. Ne, geht essen. Okay. Und der hier? Gründe essen. Ja. Ist okay. Bei Essen bin, das finde ich vollkommen fein. Es gibt wesentlich schlimmere Gründe, warum man fehlen kann, als dass man essen geht. So, Gesetzbuch. Lalala, machen wir mal wieder schnell Vorlauf hier. Holzkisten, Generatorleistung, Generatorleistung, sammelnde Rohstoffe, ja, erschöpft. Gut, machen wir hier wieder keine rein. Dann könnten wir das theoretisch. Ne, das lassen wir mal stehen, das brauchen wir jetzt noch nicht abreißen. Können wir jetzt schon eine Sammelstelle bauen? Ja, können wir. Perfekt. Dann bauen wir hier erstmal eine provisorische Sammelstelle. Also eine provisorische Stelle stellen wir jetzt einfach mal hin. Eine Sammelstelle und noch eine Möglichkeit. Hier oben auch nochmal eine. Dann kann er nämlich später hier auch mitarbeiten. So. Wenn das nämlich erschöpft ist, können die hier oben hin und dann müssen wir hier nochmal 5 weitere reinstopfen. Wie 3, die hungern. Das ist ja wohl kompletter Schwachsinn. Was macht der? Der fährt jetzt erst hoch oder was? Ach, dann Stufe 2. Ach so, okay, Moment. Jetzt verstehe ich. Ja, weil wir noch nicht die Reichweite, die wir erhöht haben. Generator Effizienz. 20 Stahl. Darauf müssen wir jetzt sparen. Darauf müssen wir sparen, damit er weniger Kohle verbraucht. 10% weniger sind immerhin 10% weniger. Dem zu einem Bauplatz, die sollen arbeiten. Wie viel schafft einer ran? 0,4. Das ist ja eine Menge. Die schaffen mindestens 4. Okay. Oh, sorry, ich muss die ganze Zeit immer wieder was trinken. Der Mund ist einfach so unglaublich trocken. Trocken! Die Dinger hier natürlich echt gerne nochmal. Oh, die sind sogar kalt. Das ist kacke. Dann müssen wir. Das ist kühl, ne? Ja, kühl ist okay, aber kalt ist kacke. Dann müssen wir da auf jeden Fall erstmal das Baracken-Upgrade bringen. Gleichzeitig ist ein Kind ist auf dem Generator geklettert. Es rutscht ab und fiel. Alter, wie dumm. Aber glücklicherweise war ein Mitglied der Nachbarschaftswache dort auf Patrouille und konnte es auffangen. Dann hat die Wache das Kind zu seiner Mutter gebracht und beiden ins Gewissen geredet. Er hätte mit einem gebrochenen Bein oder noch schlimmer enden können, wenn unsere Wachleute nicht wären, kommentiert ein Nachbar. Ein Glück, dass wir sie haben. Ich bin froh, dass ein guter Ende genommen hat, ja. Und Hoffnung steigt? Interessiert die einfach gar nicht. Wenn noch Leute übrig, die wirklich arbeiten können? Nee, nur Kinder, die bauen ja nicht. Wieso haben wir 7, die nichts essen? Hallo, 9, die nichts essen? Das ergibt gar keinen Sinn. Die bauen jetzt erstmal hier, ne? Das ist das Problem dabei gerade. Daher werden wir jetzt auch noch schnell upgraden. Jetzt.
Planung ist uns ausgegangen. Ja, ich weiß. Nahrungsmittelkapazität ist voll. Das ist super. Was ist hier? Zwei fehlende Kranke. Ja, wieso? So, es sind nur zwei, die da arbeiten. Naja, ist okay. Boah, das Holz ist gleich wieder alle. Heilige Scheiße. Aber hier können jetzt einmal die ganzen Kinder ran. Temperatur sagt kalt. Das ist nicht gut. Nein, hier weg. Achso, jetzt habe ich pausiert. Ja. Bin schlau. Ich weiß. So, die Baracken werden jetzt geupgradet. Das Zelt ist sowieso noch in Pause. Das ist gut. Alter, mit dem Suchscheinwerfer hier. Ja, so ein bisschen DDR-Feeling. Aber das hätten wir halt alles nicht gebraucht, wenn die Leute nicht so dumm wären. Ich meine, wer sagt so, ey, das ist super Klima, lass mal wieder nach Hause gehen. So über tausende Kilometer, die sind mit einer Maschine hergekommen, hier irgendwie, keine Ahnung, über das Eis oder so, hat man ja im Intro gesehen. Die so, ey, lass mal zu Fuß gehen, das schaffen wir locker. Ey, hier verhungern wir nur und erfrieren. Mal nach Hause gehen. Oh nee. The work day is up. Du. Aus. Das hier ist ein Kohlelager, ne? Ja. Brauchen wir unbedingt nochmal ein Nahrungsmittellager. Allgemein so eine Lagerstelle. Könnte man theoretisch vielleicht noch ein Sägewerk reinbauen? Warte mal kurz. Ich will nur gucken, ob es theoretisch gehen würde. Theoretisch würde es sogar gehen. Oh, das ist ja perfekt. So, da, was haben wir da? Kalte Unterkünfte. Wir beheizen einige Unterkünfte. Wir beheizen alle Unterkünfte. Zwei Tage lang. Von drei kalten Unterkünften. Wir beginnen innerhalb von zwei Tagen mit dem Beheizen von drei kalten Unterkünften und heizen die zweite. Von sieben kalten Unterkünften. Unterkünfte sollten eigentlich kalt sein. Wir machen mal drei. Was haben wir denn kalte Unterkünfte? Echt so ein Upgrade einfach? Weil dann baue ich da jetzt einfach nochmal hier eine weitere Baracke hier hin. Bauen wir die mal hier hin. Holen wir hier hin. Vier. Okay. Gerade eben waren es noch drei, aber ist okay. Jetzt ist da gleich das Haus fertig. Mal gucken, gilt das? Nö. Das ist ja geil. Dann werden wir wohl um so ein Dampfzentrum nicht herumkommen. Super. Wir haben keinen Stahl mehr dafür. Ja, dann können wir es einfach so machen, aber ich mal einen Overdrive erstmal einschalten. Das war's. Overdrive auch wieder ausschalten. So, Gesetzbuch sagt Schnaps. Okay, das brauchen wir nicht, weil das gibt keine Hoffnung. Gesetzbuch, Ordnung. Wachstation, Morgenversammlung. Morgenversammlung steigt in, von Zeit zu Zeit leicht die Hoffnung. Die Hoffnung steigt leicht an. Das Gebäude Wachstation kann in Hoffnung Einwohner in der Nähe, Wachstation unzufrieden Einwohner in der Nähe, kannst du Proteste auflösen musst. Zwei Wachstationen. Machen wir das mal. Unterzeichnen. Hear me, hear me. New law in the city. Ist ein Upgrade? Ah ja, ist ein Upgrade, sehr gut. Hat man gerade gesehen, weil die hier grün aufgeleuchtet haben. What? Umstrittenes Gesetz, wollte ich mich verarschen. Jetzt esst doch einfach, Leute. Wir haben doch hier genug zu essen. Was ist das hier? Ein Zelt. Oh, okay. Alter, haut euch doch die Backen voll. Wieso sind die Unterkünfte kalt? Wir bräuchten die einen Radius. So für Unterkünfte. Wie viel Zeit haben wir da noch? Ein Tag.
Ja, jetzt esst einfach hoch. Warte, 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 warte. Das haben wir vergessen. Zack. Zack. So. Die hier sind ready. Erforschen. Ach, noch mehr Überlebende. Oh mein Gott. Irgendwas stimmt bei der Sternwarte nicht. Die wertvollen Instrumente sind mit Schnee bedeckt. Die Kuppel ist offen und eine dünne Rauchsäule steigt heraus. Da drin ist jemand. Alter, ich hätte die Kuppel mal zugemacht. Ganz im Ernst, damit es drin warm wird. Übernehmende zur Stadt ist. Kotieren. Achso. Verdunkeln der Sonne. Jetzt auf Astronomen treffen wir auf einige unserer vermissten Einwohner. Sie erklären, dass sie hier Hilfe suchten, aber nur Tote vorfanden. Die Astronomen haben ihre Beobachtung fortgesetzt, bis sie verhungert sind. Was war so wichtig für sie? Wir finden die Antwort in ihren Tagebüchern. Das Verschwinden des Sonnenlichts kann nicht ausschließlich auf die Verschmutzung der Atmosphäre durch die südlichen Vulkane zurückgeführt werden. Die Sonne verdunkelt sich. Na toll. Okay, dann ist sowieso Game Over. Überlebende zur Stadt eskortieren, Überlebende zur Stadt stecken, die Überlebenden ihrem Schicksal überlassen. Das hört sich gut an. Überlebende zur Stadt eskortieren. Überlebende sind eigentlich immer gut, aber wir müssen halt wie gesagt auf Nahrung und Unterkünfte achten. Das so. Das, was wir momentan machen müssen. Noch 17 Stunden übrig? Wir haben so viel Kohle, Alter! Aber wir so viele Häuser haben, oder? Ne, weil es jetzt doppelt so hoch läuft, ne? Sind wir mal Dampfstufe 1 machen? Durch 60 Kohle, um die Dampfstufe einzuschalten. Und Kohleverbrauch. Zwei Temperaturen in allen Wärmezonen. Also hier wären quasi richtig scheiße kalt, oder wie? Wir sollten hier mal wirklich so ein Dampfzentrum hinstellen. Technologie, ja. 16 Stunden übrig. Noch gewinnt und ne, ja. Okay, wir brauchen jetzt mehr Kohle wieder. Gut, dass wir hier gerade am Arbeiten sind. Und das Ding wurde auch gebaut, das ist auch sehr gut. Andere Städte sind vielleicht untergegangen, aber nicht London. Völlig unmöglich. Wir müssen uns organisieren, irgendwas müssen wir tun. Ja, was ist, wir brauchen, Alter? Wir brauchen jetzt ganz dringend Stahl. Aber mal richtig schnell. Wir sind nur noch 40 Stunden für 500 Kohle. Okay, wir hatten vorhin 700. Hoffentlich bricht uns das jetzt nicht das Genick. Ich guck mal kurz raus, um zu gucken, wie lange die Aufnahme geht. 38 Minuten. Heilige Scheiße. Alles klar, dann pausiere ich mal ganz kurz. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ich versuche mal hier das Kohleproblem jetzt in den Griff zu kriegen. Ja, bald kommen ja nochmal neue Einwohner, dann müssen wir noch mehr durchfüttern, dann kriegen wir kein Problem mit. Aber halt die Kohle, sonst verbrennen wir halt die Tiere, die wir jagen. Bis dann. Also, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.